Ja, hallo liebe Pfeifenfreunde hier auf YouTube. Ich melde mich heute mal zurück mit ein paar kleinen Neuerungenschaften und die möchte ich euch heute gerne mal vorstellen. Auch einen kleinen Tabakreview dabei. Ja, fangen wir mal an. Und zwar habe ich bei meinem Opa im Schrank was gefunden. Und zwar muss ich dazu sagen, mal eben ein bisschen weiter ausholen. Mein Opa ist jetzt schon fast 11 Jahre tot und ich hatte euch ja schon mal eine Pfeife vorgestellt davon. Das ist etwas ältere Modell. Und ich habe noch eine gefunden. Und zwar geht es dabei um diese Firma hier. Auch in diesem alten Sack war sie drin. Die Firma Oldenkott. Und zwar, oh, wenn ich es lesen könnte, holländisch ist echt nicht meine Art. Moment. Ich schätze mal, das soll Henrik heißen oder so ähnlich. Auf jeden Fall. Oder Henrikius Oldenkott mit Wappen drauf. Und drin war dieses alte Stück. Eine Oldenkott, also Bruyère. Mit echtem Hornmundstück. Man schmeckt es auch leider im Moment noch. Bin da noch ein bisschen. Jetzt bitte nicht wegen dem Pfeifenreiniger wundern. Ich habe mir mal Ralfs Tipp angenommen und habe dort mal so ein bisschen mit Zitrone reingesetzt. Auch wenn man hier oben drauf sieht, da muss ich noch einiges machen. Also hier ist auch noch etwas schwarz. Aber das kann ehrlich gesagt warten. Ich will, sobald sie vernünftig fertig ist, sie dann auch rauchen. Ich will jetzt aber erstmal gucken, ein bisschen den Dreck da drin lösen. Und das funktioniert wunderbar mit der Zitrone. Ich lasse sie drin für 1-2 Stunden. Das weicht so übelst diesen ganzen Dreck da und Schmand da drin auf, dass ich die danach super reinigen kann. Also wirklich wunderbar. Der Tipp ist klasse. Ja, drauf zurück. Nochmal eben zurück. Ein kleiner verzierter Silberring hier rum. Das Hornmundstück. Sie ist nicht für Filter geeignet. Ich versuche es hier mal vorsichtig zu öffnen. Oh ja, man sieht, kommt auch schon gut weg. Also sie ist filterlos. Auch der Zapfen aus Metall. Also ich finde sie sehr schön, weil ich habe ja sowieso ein Faible für diese ganzen alten Sachen. Alles, was so um 1800, 1900 rum ist, das ist so meine Zeit. Finde ich echt interessant. Ich bin zwar da nicht geboren, definitiv nicht. Aber ich finde es halt sehr interessant, diese Zeit. Und auch die Pfeifen zu der Zeit finde ich sehr interessant. Und nach dem Sherlock Holmes-Film jetzt sowieso. Ja, dann mal zur zweiten Pfeife, die ich noch gefunden habe. Da habe ich noch gar nichts mitgemacht. Bin noch dran, ist dieses Stück hier. Es ist auch eine Oldenkott. Muss wirklich schon Asbach uralt sein. Habe ich aber noch nichts mitgemacht. Man sieht es auch hier an dem Mundstück. Da, die ist schon sehr alt. Ist ein Ebonit-Mundstück. Auch die ist ohne Filter zu rauchen. Vorsichtig öffnen. Dort, man sieht. Na, ja, das habe ich noch nicht so ganz raus da. Ich weiß nicht, oder doch klein, ganz klein, oder diese Papierfilter, denke ich mal, vielleicht würden da reinpassen. Ich habe davon jetzt leider keine. Ich habe da damals mal ein Video gefunden von unserem, naja, Harry Halbut. Der hatte die Idee mit dem Zewa-Papier. Funktioniert echt klasse, mache ich ab und zu auch, ist echt super. Naja, auf jeden Fall, die werde ich aufarbeiten. Ich werde mir dazu mit Ebonit, habe ich noch nicht so die Erfahrung, mal das Video vom Ralf nochmal ganz in Ruhe antun. Jetzt mir nochmal anschauen und wie die passenden Utensilien besorgen und die dann richtig schön aufarbeiten. Das Ergebnis werde ich euch dann zeigen. Und ja, also ich freue mich da echt drüber, weil gerade so diese älteren Pfeifenmodelle, da bin ich ja absolut für zu haben. Rustizierte sowieso, auch wenn man immer sagt, ja, die sind nicht so empfindlich. Ich bin da eigentlich ganz anderer Meinung. Ich finde, die sind, was Pflegen betrifft, schwieriger zu pflegen als eine glatte. Weil durch diese ganzen Berg- und Talfahrten da drin, da mal den Dreck rauszukriegen, das wird echt, ja, kommt ein Haufen Arbeit auf mich zu. Gut, drauf zurück.
kleines Tabak-Review habe ich noch. Ein kurzes, ein leichtes, ein schnelles. Welchen ich mir mal, welchen ich besorgt habe oder welchen ich bekommen habe, das ist der Black Vanilla. Den hat der René und der Yogi schon zusammen vorgestellt im in ihrem Video, wo der Yogi in Berlin war. Allerdings, das ist die Dose. Also wenn man den aufmacht, ich weiß nicht, wer die Horst-Lichter-Tabak kennt, aber ist dem sehr ähnlich. Also ich glaube, dem muss ich auch nicht viel zu erklären, den gibt es ja schon ewig. Da kommt ein Dampf hoch, das ist der Wahnsinn. Also den zu rauchen ist echt Wahnsinn. Mir schmeckt da persönlich sogar. Ich mag also mittlerweile die Aromaten genauso gerne wie die Nicht-Aromaten. Genauso wie ich auch sehr gerne Flakes rauche. Also ich glaube, dann gehöre ich wohl zu den ja, Unentschlossenen. Also ich rauche eigentlich alles. Ob Aromaten, Nicht-Aromaten, also die Aromaten kann ich tagsüber überhaupt nicht rauchen. Das ist, wow, das muss frei, dann frei sein. Für All Day habe ich den Brookfield Aromatic, den der Ralf auch schon mal vorgestellt hat. Ich finde den klasse für jeden Tag, super Preis-Leistung, absolut klasse zu rauchen. Als nächstes möchte ich euch vorstellen, noch eine Dose, die ich gefunden habe, bei meinem Opa mit im Schrank. Das ist von Red Forts der Daily Dream. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den Tabak jetzt erstmal da rausgeholt, die Dose ist jetzt leer. Da stand noch das Preisschild drauf. Von ungelogen 13,50 Mark. Also ich möchte dann nicht wissen, wie alt der Tabak da drin schon ist. Die Dose war wirklich noch verschlossen. Ich habe ihn jetzt nur rausgepackt. Ich musste einfach mal meinen Gewürzprüfer dran halten. Ich habe mich noch nicht getraut, den zu rauchen. Weil, wenn man es überlegt, so über 10 Jahre in der Dose nach, oder 15 Jahre schon in der Dose nachgereift. Naja, ich weiß nicht. Ich werde es aber trotzdem mal irgendwann probieren. Als nächstes möchte ich euch noch vorstellen einen Paul Stanwell. Moment, mal gucken, ob ich ihn richtig greife. Den Jabi Lee. My Home Blend. Das ist den ich auch eigentlich im Moment noch anhabe. Ich wüsste, wo ich meine Pfeife hingelegt habe. Soll ein ausgesuchtes Virginia und Burley Blattgut. Wird 3 Jahre in Holzfässern gelagert und mit Prisen von würzigen Dark Fired Kentucky und duftigen Orient zu, boah, ich brauche eine Brille, zu einer Blanche aufbereitet, ja. Gut. Vorlesen ist nicht so mein Ding. Auf jeden Fall mal zum Tabakbild. Also wer diese Pappdinger da drin erfunden hat, den sollte man ehrlich gesagt wirklich am höchsten Baum aufknüpfen. So. Zum Tabakbild. Ich hoffe, dass es halbwegs zu erkennen ist, sonst habe ich noch eine kleine Hilfe dabei. Es ist... Ja, ich werde es versuchen. Ich hoffe, dass es ein bisschen hilft. Ein Lowscut. Wenn ich das an den Prüfer reinhalte. Ich würde sagen, so ein fruchtiges Vanillearoma. Ich rauche ihn jetzt gerade eben. Ich muss sagen, Vanille, nee. Also vom Duft her ja, vom Schmecken her aber gar nicht. Da finde ich, hat er so einen leichten, ja, nicht, Sherry ist falsch. So ein, ich würde schon eher tippen, so Kirschpflaume, keine Ahnung, also ist schwer zu sagen. Schmeckt mir auf jeden Fall sehr gut, kann ich euch mal empfehlen zu rauchen. Wer ihn probieren möchte, eigentlich in fast jedem alteingesessenen Tabakladenwaren zu kriegen. Was ich euch noch zeigen möchte, ist ein kleines Ostergeschenk meiner Ma. Und zwar das hier. Von der Firma Jean-Claude. Und zwar ein Pfeifenfeuerzeug.
dieses hier. Ich hoffe, dass man es sehen kann. So. Vorne auch mit Besteck drin. Was ich aber ehrlich gesagt noch nie benutzt habe, weil mir der Stoff war einfach, wenn man mal sieht hier, ein bisschen zu klein ist. Also ich weiß nicht, ob man den, ich versuch's mal so. Also ich weiß nicht, ob man den unbedingt braucht. Ich brauche ihn nicht. Lässt sich gut zünden, ist sofort da, wenn man es anmacht. Ich fand es mit dem Holz hier ganz schick. Auch diese so eine Piazzo-Zündung. Lässt sich super leicht nachfüllen. Und ist jetzt immer mein ständiger Begleiter für unterwegs. Denn zu Hause, in meinen eigenen vier Wänden, bin ich und bleibe ich und gehöre ich weiterhin zur Streichholzfraktion. So, damit möchte ich mich jetzt auch verabschieden von euch. Ich werde die Pfeife nochmal vernünftig aufbearbeiten und werde mich dann nochmal bei euch zurückmelden. So, wünsche euch noch einen schönen Tag und tschüss!